Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe von Let's Play World of Tanks. Und hier habe ich euch mal wieder ein Panzer in meiner Garage gestellt, den ihr dann auch dementsprechend schnell sehen solltet. Und zwar den T-54 Prototyp. Ist ein Tier 8 Premium Panzer der Russen. Ganz frisch jetzt mit dem Patch 097 ins Spiel gekommen. Und ja, man sieht an den Daten, er hat auch ein bisschen Panzerung, also anders als die letzten beiden mit dem CDC und dem STA. Also von dem her da ein bisschen besser gepanzert, dafür aber auch schlechter von der Beschleunigung. Aber tu mal gar nicht jetzt lang rum, sondern springen direkt ins Gefecht. Hoffentlich finden wir schnell ein Match. Da haben wir doch was auf Karelien. Sind Top-Tier, das ist doch ein schönes Matchmaking. Da bin ich jetzt sehr gespannt. Die Teams selber sind auch ganz ausgeglichen, also von dem her keine Tendenzen großer Natur in irgendeine der beiden Richtungen. Sind wir sehr gespannt, wie es läuft. Ich glaube, ich werde versuchen, hier in den unteren Bereich zu kommen. Das ist so der Plan. Auch wenn ich nicht wirklich gut dafür starte. Durchschlaghammer 175 mit Normal und 235 mit Premium. Das ist von den Panzern eigentlich ja mittlerweile bekannt. So. Hier mit bisschen Bergabschwung kommen wir dann auch auf eine vernünftige Geschwindigkeit, aber ihr seht, die ist nicht allzu hoch. Also wie gesagt, der schnellste unter den mittleren Panzern, die im Premium-Bereich jetzt gekommen sind, ist er nicht. Also gerade mit dem CDC zu vergleichen, ist es natürlich eine ganz andere Welt. CDC hat null Panzerung, ist dafür wieselflink. Jetzt bekommt der vom der T-34 vom 29er da vorne. Da sind wir abgeballt. Der hat Gott sei Dank. So. Oben hat der Jagdpanther gerade den T-34 weggemacht. Aber der Hügel ist unser. Das ist schon mal wichtig. Jetzt muss man hier noch aufpassen. Der Tiger. Wir müssen hier raus. So, jetzt hat der T29 ja natürlich für sich eine schlechte Position. Jetzt kommt der Jagdpanzer hier so hoch. Oh, da unten Tiger 2, T29. Also vernünftiger Reload, das kann man schon mal sagen. Au, jetzt haben sie den da weggemacht. Arti ist kein im Spiel, deswegen kann man hier so ein bisschen freier stehen. Also abgeprallt. So, da hat er seine Flanke ein bisschen geopfert. Nein, oh, da bleibt er stehen. Alle Mann zurück! Ah, ärgerlich. So, weg mit den beiden. Jetzt werde ich versuchen, mal hier von hier oben ein bisschen meine Position auszunutzen und da hinten zu unterstützen. Da komme ich nicht drauf. Alle Panzer leider gerade so am Stehen, dass ich nicht helfen kann. Doch, da ist jetzt was. Auf die Distanz. Ui, sehr schön. Hätte ich nicht gedacht, dass der klappt. So, auch der E25 hat da einen bekommen. Da ist er weg. Also mal sehen, vernünftige Reload. Er lädt nach. Er ist einigermaßen flink
Gun Depression hat er auch eine vernünftige. Die kann man wirklich sagen, die passt. Keine große Kritik an dieser Stelle. Aber nach oben kommt sie nicht weit, die Kanone. Das fällt doch gerade schon sehr stark auf. So. Da sind sie hinüber. Jetzt wagen wir uns mal weiter vor. Ich würde gerne die hier drüben stehen in der Kurve, mal die von hinten aufs Korn nehmen. Aber er könnte echt ein bisschen schneller sein. Das ist wirklich so, also... So. Feuererlaubnis erteilt. In Deckung! Ziel verloren. Die haben sie nicht mal angekratzt. Klappt nicht so, wie es klappen soll, aber jetzt versuche ich ihn einfach zu fahren. Schießt auch schon mit Premium. Ziel erfasst. Der ging nicht durch. Nee, da steht er. Er stellt sich leider nicht so doof an, wie ich es gehofft hatte. So, jetzt konnte ich ihn ketten. So, jetzt schießt er mich weg. Leider doof angestellt, hätte ich ihn früher ketten müssen, aber er hat sich nicht so umfahren lassen, wie ich das wollte. War jetzt auch kein schlechter Spieler, das hat man natürlich schon daran gemerkt. Aber egal, war eine vernünftige Runde für die allererste. Von dem her kann man das auch so durchaus zeigen und so stehen lassen, weil ich denke, da sind sehr viele Stärken und Schwächen direkt aufgedeckt worden in dem Gameplay. So, es gab 55.000 Credits gab's raus. Dritter Klasse. Im Team habe ich mich hier mit dem Schaden auf Platz 3 gesellt und in den XP auf Platz 4. Von dem her absolut alles in einem guten und verhältnismäßig ordentlichen Wert. Und von dem her, ja, ihr könnt mir gerne mal unter das Video schreiben, wie ihr den Panzer findet. Habt ihr ihn selber? Werdet ihr ihn euch holen oder eher nicht? Von dem her, lasst es mich wissen. Ich bin sehr gespannt. Bis bald, euer Alcaramba.